Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3. Die zigtausendste Aufnahme mittlerweile, die wir hier anstreben. Wir befinden uns hier im Kloster in Nordmar, im Feuerkloster. Und wenn ich mich recht entsinne, hatten wir nun vor, uns den Ahnengräbern zu widmen. Und ich würde sagen, wir haben ja hier eine Karte. Habe ich schon mal alles vorbereitet, dass wir die gleich finden, damit ich gar nicht erst lange suchen muss. Wir haben ja hier diese Ahnengräberkarte. Blöderweise ohne irgendwelche Hinweise, abgesehen von dieser kleinen Meerzunge hier, von dem Meerbusen, vom Nippel des Meerbusens sozusagen. Ich würde sagen, das könnte vielleicht der Hammerclan sein, ich weiß es nicht genau, aber ich würde sagen, wir gehen einfach dahin und dann werden wir ja sehen, ob wir auf der Karte auftauchen. Und halt, das war falsch. Dafür haben wir hier unsere kleinen Dingsel hier, wie hießen sie denn? Teleportsteine, meine ich. Hammerclan. So. Schauen wir doch mal, ob wir damit erfolgreich sind. Hier bei Milton gibt es ja jetzt mittlerweile nichts mehr. Ich weiß gar nicht, ob wir eigentlich jetzt im Feuerkloster einen Teleportstein gefunden haben und ob es überhaupt einen gibt im Feuerkloster. Das kann natürlich sein, dass es keinen gibt. Ist aber prinzipiell auch egal, weil es ja auch nicht weit ist vom Feuerclan aus. Und für den Feuerclan haben wir auf jeden Fall den Teleportstein. Von daher ist es auch Rille, denn die Viecher, die kommen ja nicht nach, die wir einmal platt gemacht haben. Und es ist natürlich richtig. Ich wusste es. Ich bin ja so großartig. Natürlich ist es richtig, dass hier der Hammerclan ist. Und ich würde sagen, wir fangen unten an. Wir haben ja schon... das ruckelte. Wir haben ja schon für Einas Grab den Ahnenstein mal gehabt. Ich weiß gar nicht, ob wir den abgegeben haben dann wieder an den Feigling. Kann sein. Muss nicht, kann sein. Ja, mit denen hier müssen wir uns auch noch beschäftigen, das machen wir aber später dann erst. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Geschichte mit den Ahnengräbern, denn dann müsste uns der Chef des Feuerclans, dessen Name mir gerade entfallen ist, ja eigentlich auch irgendwelche Krieger zur Verfügung stellen, damit wir dann hier ein bisschen aufräumen können. Denn ich habe keine Lust, ehrlich gesagt, alles im Alleingang zu machen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. So, gucken wir nochmal kurz. Ja, ich glaube, da haben wir ein kleines bisschen ein gutes Wegstück vor uns. Na, komm, jetzt lauf aber flüssig hier. Na, wirst du wohl. Aus! Böses Spiel. So, ach, ich bin es immer gewohnt von anderen Spielen, dass ich die Karte eröffnen kann und trotzdem weiterlaufen kann. Das funktioniert hier ja nicht. Haben wir hier jemanden vergessen auszunehmen? Komisch. So, gucken wir erst nochmal hier unten. Was war hier eigentlich? Irgendeine Hütte? Fragt sich natürlich, wer hier rumhängt. Rona, war das nicht der, den wir ewig lang durch die Gegend begleitet haben und der dann einfach... Ach, ich weiß es nicht. So, lass mal den links liegen. Wir gucken nochmal kurz. Okay, ab nach Süden. Ab in den Süden. Dem Schneefall hinterher. Und hinein ins Säbelzahnrudel. Oh ja, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Aber das kriegen wir hin. Insofern das Spiel uns lässt. So, klicken wir mal wieder ein bisschen tot. Ich finde ja immer schön, man hört bei mir in den Aufnahmen ja immer wunderbar, wie ich auf der Maus rumhämmer wie ein Bescheuerter. Aber das lässt sich halt schlecht ändern mit der Aufnahmetechnik, die ich habe, mit dem Mikrofon. Weil das Mikrofon eben ein Raummikrofon ist im Prinzip. Eigentlich ist es ja ein Bühnenmikrofon. Ja. Ich habe ja mal gesungen. Und tue es immer noch unter der Dusche. und davon habe ich noch ein... Und davon habe ich immer noch ein Mikro. Und das benutze ich ja hier für die Aufnahmen. Blöderweise nehme ich damit eben alles auf. Und da nimmt es eben auch das Geklicker schön mit auf. Na komm schon. Ich sehe irgendwie gerade, wir verlieren eigentlich gar nicht so viel Leben dafür, dass wir ständig erwischt werden von den Säbelzahntigern. Geht's eigentlich? Ist ziemlich moderat, muss ich sagen. Hat es irgendwie schlimmer in Erinnerung. Aber gut, was soll's? Würde ich sagen, legen wir mal kurz eine Brotzeit ein. Und mampfen 3 Stück Fleisch. 3 Steaks. So. Wie das eben beim Zelten auch so ist. Da wirft man sich auch mal schnell 3 Steaks ein und dann ist wieder gut. Dann kann man wieder weiter trinken. Wo ist der dritte? Vierte. Keine Ahnung. Egal. Lassen wir den vierten, wo auch immer er sein mag. Wir müssen nach Süden, das ist da. Okay, schauen wir mal. Ich hasse Nordmar dafür, dass man an jeder Ecke irgendwo runterfallen kann.
und dann meistens in irgendeinem Rudel landet, das einen sofort zerfleischen will. Aber hier waren wir schon, genau, hier sind Goblins, genau, ich erinnere mich. So, den schwarzen Gobbo nehmen wir mal noch kurz aus. Wir lassen nichts verkommen. So, ja, die Wolbisons, die können mal... Die lasse ich mal gnädigerweise leben. So, ich kann mich an die Stelle erinnern. Ich glaube, hier bin ich schon mal damals abgestürzt, als ich hier zu Einars Grab wollte. Beziehungsweise, als ich rausgekommen bin. Na, und dann hoch wollte zu dem Questgeber damals. Das liegt mir irgendwie so im Gedächtnis. Stirbt! Ach, ich bin so gut. Ich kann zu Fuß einen Hirsch erlegen. Das soll mir mal jemand nachmachen. Ich bin ja so verdammt schnell und gewandt. Der beste Jäger aller Zeiten. Und ich sehe schon, hier war ich nicht allzu fleißig, was das Einsammeln von Items anging. Gut, ist auch egal. Ja, insofern wir den Stein besitzen, müssten wir jetzt eigentlich nur nach hier hingehen und den in die Vertiefung legen, oder? Jetzt, wo wir das Quest haben, ich weiß gar nicht, wo er eigentlich hin muss. Hier in den Thron? Sicher nicht. Irgendwo war doch hier eine Vertiefung im Stein gewesen und da musste der... Runensockel, das klingt gut. Runensockel? Runensockel. Gib's uns! Ich sehe zwar nichts, aber... Wir scheinen es ja geschafft zu haben, oder? Haben wir es jetzt? Viel Gold, das nehmen wir auch noch mit. Oh, Trank der Ausdauer, sehr schön. Nee, Runensockel ist immer noch. Okay, dann müssen wir vielleicht doch nochmal hoch zu dem Typen. Ja, sieht so aus. Ich glaube auch, wir haben den abgegeben damals, wenn ich mich nicht irre. Müsste der dann nicht hier sein, der Ahnenstein? Ich weiß auch nicht, wie der aussieht, blöderweise. Das ist bloß das Sumpfkrautpaket, ja. Nee, wir haben hier nichts, soweit ich das sehen kann, auf die Schnelle haben wir hier nichts, was irgendwie so einzigartig aussehen würde. Mir fällt gerade ein, ich wollte eigentlich mal schauen, welchen Feuerkelch ich noch nicht habe. Naja, egal. Muss ich mal in der nächsten Aufnahmepause machen. Vielleicht kommt es mir dann in den Sinn. Nebenbei bemerkt, was Aufnahmepause angeht, jetzt kam ja schon wieder ewig lange nichts von mir. Liegt einfach daran, dass ich jetzt... Ach komm, bitte, ein bisschen flüssiger. Dass ich ja immer noch meine Masterarbeit schreibe und dazu noch krank war obendrein und dass ich jetzt, ja, dass meine Hochzeitsvorbereitungen jetzt in die heiße Phase gehen und ich damit immer mal auch an den freien Wochenenden, die eigentlich meine einzige Zeit sind, wenn ich aufnehmen kann, auch wenn ich jetzt gerade in der Woche aufnehme, dass die damit auch noch blockiert sind und da kann es natürlich passieren, dass ich auch mal einfach nicht zum Aufnehmen komme. Deswegen verzeiht's mir, wenn... Warum liegen die hier noch rum? Verstehe ich nicht. Verzeiht's mir, wenn ich mal eine Weile lang nichts rausbringe. Ich habe einfach derzeit momentan nicht so viel Zeit. Naja, egal. Hrathgar, genau, wir haben ihnen den Ahnenstein gegeben. Ich erinnere mich richtig. Gib mir den Ahnenstein. Was hast du vor? Ich dachte, ihr redet ein bisschen miteinander und ich kann trinken hier, Mann, verdammt. Curse schickt mich. Ich soll mir die Macht der Ahnen nehmen. Gut, wenn er es sagt. Aber lass ihn dir nicht klauen. Nein, wir doch nicht. So, gut, dann mal wieder Abmarsch nach unten und dann schauen wir mal, was wir denn dafür kriegen eigentlich. So, können wir eigentlich gleich hier? Klar können wir. Hüpf. Zieht uns vielleicht ein kleines bisschen Leben ab, aber ist auch egal. Vielleicht habe ich mich jetzt auch getäuscht, vielleicht hatten wir einfach schon diesen kleinen abgezogenen Balken da, kann auch sein. So, haben wir die einfachste... Variante dann schon mal erledigt hier, was die Ahnengräber angeht. Die anderen werden ja dann noch mal ein bisschen kämpferischer sein. Hier haben wir ja schon Vorarbeit geleistet. Und los. Passt. Na, das war ja wahnsinnig actionreich. Aber immerhin, wir kriegen Ruf in Nordmar und Ruf im Feuerclan. Das sieht sehr, sehr gut aus. Warum auch immer unser Jagdgeschick jetzt dabei hochgegangen ist. Ist auch egal. Ist mir vollkommen egal. Hauptsache, wir haben das Quest hier erfüllt erstmal. Und wenn wir das überall so machen, dann haben wir ganz, ganz fix unglaublich viel Ruf. Ich habe mich auch mal ganz kurz informiert, wo es denn die Ahnensteine dazu gibt. Das ist überhaupt nicht kompliziert, so wie ich festgestellt habe, da beim Lesen. Die sind in 4 von 6 Fällen, also in 66, 67% der Fälle sind die direkt
im Ahnengrab, nämlich in der Hand eines untoten Priesters oder irgendwie sowas. Zu einem Sechstel, das hatten wir hier, ist ein Faring und wir müssen ihn mitbringen. Und zum letzten Sechstel ist er im Magen eines eines Schatten, wie heißen sie denn? Schattenläufers, so hießen sie. Ach kommt. Hua! Geronimo! Die Welt ist zu schön, um weiterzuleben. Ich ritze mich. Hua! Nein, natürlich nicht. Das können wir locker ab. Wir sind Helden. Ich sehe bloß nichts. Oh, okay. Hier ist ja sogar jemand. Hi. Enos sei Dank. Endlich kommt hier jemand vorbei. Okay, dann sind wir sogar genau in die richtige Stelle gefallen. Das ist ja spitze. Was ist los? Orks. Sie haben uns aus dem Hinterhalt überfallen. Ich konnte gerade noch fliehen und mich hier verstecken. Wer ist wir? Ich sehe hier nur dich. Mein Kumpel hat es nicht geschafft. Sie haben ihn direkt niedergemacht. Das ist natürlich reichlich ärgerlich, aber ich denke mal, du bist hier. Wo kommst du her? Nee, ich denke mal, wir machen erstmal so. Was hast du jetzt vor? Die Orks haben den Ahnenstein von Angier. Ich werde ihn zurückholen. Niemand tötet meinen Freund und kommt ungeschoren davon. Ich will Rache. Okay, gut, dann bin ich vielleicht auch ein bisschen falsch informiert gewesen, was die Steine angehen. Hauptsache, wir wissen dann, wo sie sind. Und können die hier irgendwie uns ergattern. Brauchst du alles Hilfe? Gut. Ja. Zu zweit könnten wir versuchen, uns bis zum Schamanen durchzuschlagen. Aha. Dann töten wir ihn und nehmen den Ahnenstein. Aber überleg dir das gut, das wird eine heiße Nummer. Aber wenn du wüsstest, was ich schon alles erledigt habe. Gut, dann ist es doch richtig mit dem Schamanen, bloß dass es kein untoter Schamane ist, sondern ein Ork-Schamane. Wo kommst du her? Ich bin Ork-Töter vom Feuerclan. Wir waren auf dem Weg zur Grabhöhle, um nach dem Rechten zu sehen. Dann kamen die Orks. Erzähl mir was über Angier. Angier Eisenfaust war eine der größten Schmiede, die es in Nordbar je gegeben hat. Einige glauben sogar, dass er der erste Erzschmelzer gewesen sei. Und? War er das? Ich weiß es nicht. Und es ist auch nicht wichtig. Er war ein großer Mann, sonst hätte man ihn nicht so bestattet. Ach, okay. Wahrscheinlich ist jeder der Ahnen... Wie gesagt, ich habe mich nie mit den Nordmachern so großartig beschäftigt. Wahrscheinlich ist jeder der Ahnen... in einer Profession besonders gut gewesen und da wir uns ja den Geist des Ahnen sozusagen aneignen, wenn wir hier den Ahnenstein einsetzen, werden wir wahrscheinlich bei jedem Ahnenstein eine andere Fähigkeit hochgesetzt kriegen und hier wird wahrscheinlich dann die Schmiedefertigkeit hochgehen. Können wir handeln? Ja, auf den Reisen durch Nordmar finde ich eine ganze Menge Kräuter und so. Hier, sie selbst. Oh, ich merke gerade schon, wir haben es ja wahnsinnig heiß zur Zeit. Ich glaube, wir sind irgendwo mitten in den 30ern drin von den Temperaturen her. Ich merke gerade, das ist nicht gut für meinen Lüfter. Der hat ja so schon immer Probleme, aber bei den Temperaturen ist es noch unschöner, glaube ich. Also falls es mal heute sehr stark ruckeln sollte, verzeiht's mir, es liegt an der Wärme. Lass uns den Schamanen töten. Ja, lass es uns tun. Hier hast du noch einen Heiltrank. Das klang vollkommen bleib falsch. Dich hinter mir. Warte mal. Ja, ich muss noch kurz hier mal gucken. Achso. Ja. Zeig mir deine Ware. Gut, hat nichts. Okay. Ja, ist auch okay. Oh, wir haben verdammt viel Gold, sehe ich gerade. Speichern. So. Und die Orks sind nicht mal in der Grabkammer, sondern irgendwo anders? Ach Mann, ich dachte, wir können dann wenigstens gleich das erledigen, dass wir in die Grabkammer reinkommen. Aber wahrscheinlich müssen wir dann noch extra gegen Untote kämpfen. Ich sehe es schon kommen. Warum sollte es auch einfach sein? Was läuft so für komische Wege aus dem Mund? Ah. Speichern wir nochmal. Weiß ich nicht, ob das jetzt schlau war. Werden wir sehen. Also, wo ist der Schamane? Ich muss direkt auf ihn drauf und töten.